Das sind Leit- und Orientierungssysteme für sehbehinderte und blinde Menschen. Die sind nicht unbedingt immer dunkelgrau, in dem Fall ist es so, aber auf einem anderen Untergrund hätten die eine andere Farbe, weil sie immer möglichst kontrastreich zum Umgebungsbelag sein müssen. Das sind ja solche Rippenstrukturen, die einem den Weg weisen. Die sind mit dem blinden Langstock gut zu ertasten und auch zu hören durch diese Rippenstruktur. Und an bestimmten Abzweigestellen finden wir dann eine Struktur in Noppen. Und dann weiß man halt, hier gibt es eine Option des Richtungswechsels zum Beispiel. Sie führen zum Beispiel hin auf Haltestellen am Straßenrand. Sie führen hin auf gesicherte Querungsstellen, also Ampelanlagen oder Zebrastreifen. Das Problem ist, dass die Bevölkerung nicht weiß, was diese Strukturen auf dem Boden bedeuten. Deshalb werden die oft aus Unwissenheit zugestellt. Parkende Autos, Fahrräder, Gepäckstücke, Passantengruppen, weil die Leute nicht wissen, wie wichtig es ist, dass diese Systeme für blinde, sehbehinderte Menschen freigehalten werden. Auf diesem Leitstreifen habe ich eine sichere Wegeführung. Ich weiß, dass ich hier ungefährdet meinen Weg finde. Und wenn ich rechts und links davon abkomme, weil ich ausweichen muss wegen Hindernissen, bin ich nicht orientiert und ich laufe Gefahr, rechts und links irgendwas zu erleben, ja, was mir schädlich sein könnte, weil ich nicht weiß, falle ich da runter, ist da eine Wand, ist da ein Bach oder wie auch immer. Deshalb ist es wichtig für mich, möglichst auf dieser sicheren Struktur zu bleiben. Manche Menschen halten es für Wasserablauf-Einrichtung, andere halten es für Kunst hier in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dass es was mit Blinden zu tun hat und Sehbehinderten, wissen ganz, ganz wenige Menschen. Wir begrüßen diese Aktion heute sehr, die hier veranstaltet wird. Wir sind der Stadt Düsseldorf und Marketing und Tourismus ganz dankbar, auch für die frühe Einbindung von unseren Interessensvertretern und uns in diese Aktion. Und wir haben schon die ersten Resonanzen hier gesehen. Also diese Aktion erfüllt wahrscheinlich wirklich voll ihren Zweck, ja, die Bevölkerung aufzuklären über den Sinn dieser Einrichtung und Bodenstrukturen.